Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind mal wieder in Star Wars Hunters drin und euch wird das sicherlich schon aufgefallen sein. Ich habe einige Folgen voraufgenommen, auch das nehme ich jetzt schon relativ früh auf, bevor das rauskommt. Ich habe allerdings mittlerweile ein bisschen weitergespielt, bin mit Imara, Vex, Gross, mit Sentinel, aber auch mit Xayna deutlich besser mittlerweile. Aber ich habe zwei neue Hunter, zum einen Scorer und zum anderen Jedi oder J3DI, den Jedi-Droiden. Und die habe ich bis jetzt so gut wie noch gar nicht gespielt. Deswegen würde ich sagen, probieren wir heute in dieser Folge mal Scorer aus. Und vielleicht in der nächsten Folge dann J3DI. Und gucken uns die ganzen mal an. Scorer kann mit den Schüssen scheinbar heilen. Aber gleichzeitig auch Gegnern Schaden zufügen. Und kann schneller werden. Das ist... Oh. Und die Schüsse... sind zwar langsam, machen aber über Zeit noch Schaden. Das gefällt mir. Und heilt sich wohl mit der Zeit auch einfach selbst. Ja. Da, langsam aber sicher. Da ist Char, den mag ich absolut nicht als Gegner. Ich weiß nicht, gespielt habe ich ihn noch nicht. Schauen wir mal, kann ich dich hier heilen mit? Sieht der Char mich nicht? Naja. Ah, jetzt dachte ich mir, okay, kann ich da oben hoch? Aber nein, ich bin ja gar nicht Imara. Ich habe in letzter Zeit so unglaublich viel Imara gespielt, dass ich jetzt auch hier schon rausgehe und die Sachen einnehme, was eigentlich Quatsch ist. Komm, komm her. Einmal heilen, weil ich bei meinen Verbündeten sein sollte. Aber die Verbündeten sollten auch mal ein bisschen was schaffen. Was ist denn los hier? Meine Güte. Kann das mal... Was ist... Immerhin Assist. Immerhin Assist. Was ist los mit Imara hier drüben? Okay, jetzt gleich dominieren wir immerhin etwas. Du kriegst ein bisschen Leben ab. Und der geht zu C. Das ist in Ordnung. Da gehe ich mich jetzt auch hin. Und mach mal meine Ultrafähigkeit. Ebenfalls Scorer. Vernichtet. Vernichtet Gegner und heilt Verbündete. Deswegen das hier drauflegen ist gar nicht dumm. Du kriegst ein bisschen Leben ab. Und das heilt dich ebenfalls. Sehr schön, wir dominieren wieder. Wir müssen mal nach A theoretisch, aber da will ich nicht alleine hin. Kann das überheilen? Kann es, das ist gut. Oh, da ist Imara wieder. Yay, sogar entthront. Erledigt und entthront. Du kriegst noch mal ein bisschen Lebensboost als Tank, sollte das... Oh. Charm macht aber auch irgendwie relativ wenig hier. Gucken wir mal. Imara darf hier ein bisschen Schaden... Oh, oh. Oh, das war knapp. Ist aber auch dumm, wenn er direkt vor dir steht, diese Ultrafähigkeit zu machen. Ist nicht gerade das Schlauste. Aber gut, was ist hier los? Warum... Okay, ich helfe dir. Hier, kriegst du Leben. Imara darf hier vernichtet werden durchaus. Komm, jawohl. Jago muss vernichtet werden. Wo ist der Char hin? Der Char kann gefährlich sein. Nein, du wirst vernichtet. Hey, Scorer gefällt mir, um ehrlich zu sein, sogar besser, als ich gedacht hätte. Nehmen wir mal hier ein bisschen... Xayna. Xayna habe ich, glaube ich, bis jetzt in diesem Match noch nicht einmal gesehen, aber okay. Au. Aber ich kann auch gerne hier drüben... Oh, schade, schon. Ich wollte jetzt meine Ultrafähigkeit nochmal da auf B machen. Nö, schon gewonnen. Aber will ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren. Das lief, wow. Bisher muss ich auch sagen, ich habe das Spiel jetzt bestimmt 10 Stunden, 15 Stunden gespielt. Ich habe noch nicht mal die Hälfte aller Hunter gespielt, aber von dem, was ich so gespielt habe, spielen sich alle Hunter, wenn man einmal checkt, wie die funktionieren, wirklich gut. Und jeder fühlt sich wirklich einzigartig. Einzigartig an, und wenn man weiß, wie man die spielt, auch so, als ob die nicht unbedingt die ganze Zeit ablosen würden. Ich bin jetzt in Rangliste noch nicht so mega weit, deswegen weiß ich nicht, wie es da natürlich aussieht. Das kann ich jetzt eher schlecht einschätzen. Und ich habe auch sowas wie Utuni, Reef oder Sprocket oder Char noch nicht gespielt. Aber wie gesagt, die, die ich gespielt habe, fühlen sich alle extrem gut an. Ich hatte ja, das habe ich auch schon mal erwähnt, als das angekündigt worden ist, war ich skeptisch, aber ich hatte auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Dadurch, dass es so lange gedauert hat, dass es jetzt veröffentlicht wurde... hat mein Hype danach gelassen, aber ich bin echt positiv überrascht. Ich hoffe, das Spiel wird lange, lange Zeit weiter supported und ich hoffe, ihr guckt meine Let's Plays hier,
damit ich einen Grund habe, das zu spielen. Ich spiele im Prinzip nur Videospiele für Videos oder Let's Plays halt eben. Und das kann ich nur die Zeit investieren, wenn sich das wirklich lohnt, wenn euch das auch interessiert. Aber es gab auch schon ein Leak, dass bald ein neuer Charakter kommen könnte. Werde ich jetzt nicht spoilern, worum es da gehen könnte, aber mindestens ein neuer Charakter. Und ich meine ja, Char wäre auch erst nach dem Soft-Launch-Release in einigen Ländern gekommen. Also, müssen wir mal gucken. Was ist das jetzt hier? Ist das auch Power-Controller oder ist das dieses, wo... Ja, nee, ist Power-Controller, okay. Oh, die sind schon direkt hier. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Warum hat das jetzt so gelaggt? Meine Güte. Ich hatte gehofft, dass ich hier alleine einmal hinkommen kann. Okay, dann lasst uns A einnehmen. Und das einnehmen kann, weil ich extrem schnell bin. Ich dachte, das vernichte ich auch über Zeit. Aber hier, Char. Char, nein. Gross, nimm mein Leben an, bitte. Oh, oh, oh. Da ist auch. Jawoll! Du darfst Leben kriegen. Ey, habe ich den Gross jetzt wenigstens geheilt? Ich hoffe. Na, er lebt auf jeden Fall noch. Von daher könnte schlimmer sein. Warum lauft ihr hier weg, wenn... Das verstehe ich nicht. Immerhin gegenseitig, dadurch kriegen sie es nicht. B hat auch noch niemand. Wenn keiner B nehmen will, nehme ich jetzt halt B. Dann punkten wir wenigstens ein bisschen. Oh, oh Sentinel, oh Sentinel, oh Sentinel, oh Sentinel. Warte. Abhauen. Jetzt wird Sentinel das einnehmen, aber ich würde hoffen, dass er da Schaden nimmt. Jawohl. Hat er nicht geschafft. Und ich kriege hier Leben. Das ist wunderschön. Oh, Mara. Aber erstmal einnehmen, wir haben es eingenommen, hau ab. Hau ab, nimm dir dein Leben und komm dann hier zu deinen Verbündeten. Wir dominieren gerade, B kriegen sie jetzt, aber wenn sie nur B kriegen, sollen sie es von mir aus machen. Dominiert. Oh, 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 ja klar, und dann ist hier die Fähigkeit und ich komme nicht weg, schade. Ich habe auch das Gefühl, ich bin Support und ich mache Kills, warum? Das soll so eigentlich nicht sein. Warum leckt es schon wieder? Jawoll, ja. Hinter euch bin ich jetzt. Aber das ist unschön, dass ich jetzt hier alleine bin. Aber bisher, wir punkten immer noch. Ich halte die hier auf. Das ist das, was wichtig ist. Kriegst mal ein bisschen Leben. Sentinel da drüben darf mal vernichtet werden. Oh, Mist. Ja, Gotting. Du kriegst Leben. Nein, natürlich kriegt er kein Leben. Das darf nicht wahr sein. Ich muss überleben. Gut, ganz und gar nicht gut. Hier, du kriegst wieder Leben. Mara hinter uns, Leute. Macht mal nach, aber wir kriegen hier auch wieder... Oh, da sind sie alle. Aber ich hoffe... Nein! Hat es wenigstens... immerhin auf der Brücke, aber... Ich hätte es besser gefunden, wenn es da hinten bei links gelegen wäre. Aber naja. Einer von euch kriegt ihr Leben. Und... Schon, jetzt nehmen die sich C. Das ist... Oh ja, ich werde sterben. Wow. Oh, 50 zu 21. Das ist... Hier, krieg mal ein bisschen Leben. Kann ich dich heilen, bitte? Da kriegst du ein bisschen was ab. Und wir nehmen uns A, dass wir auf jeden Fall trotzdem... Den habe ich. Ross, du kriegst Leben. Oder auch nicht. Komm, ich halte dich ein bisschen... jetzt nehmen die sich C, das ist nicht gut. Diago, hat er das? Das habe ich gekriegt. Oh, Diago. Diago hat mich vernichtet. Wir liegen noch vorne. Aber, oh, komm her, komm her. Jetzt habe ich den Falschen hier geheilt. Oh, bleib doch mal stehen. So, B kriegen wir auf jeden Fall. Ah, da ist Imara, da ist Imara. Und mein ganzes Heilen hat nichts gebracht, weil der in 2 Sekunden weg war. Warum hat er nicht sein Schild aktiviert? Gross, 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 komm her. Hauen wir mal ab. Nehmen uns das Leben. Da ist Diago. Kriegt auf jeden Fall Schaden von mir. Ja, jetzt werde ich von hinten von Diago abgeschossen. Schade. Oh oh. Oh oh. Nicht gut. Nicht. Da treffe ich natürlich jetzt nicht. Einmal. Auf den Boden. Dann kriegen wir hier wenigstens Leben. Und wenn Diago jetzt hier reinläuft, stirbt er. Immerhin etwas. Hier ist Sentinel, bitteschön. Oh, das darf nicht wahr sein. Dann nimmt man hier was ein. Au.
Jawohl. Das tut jetzt zwar noch weh, aber nur wenn wir da drüben sind. Du kriegst ein bisschen Leben. Und schnell einmal hier rüber. Oh, und der Diago. Ich habe es nicht mal gesehen, dass der geschossen hat. Ich bin einfach vernichtet worden. Aber das darf nicht wahr sein, dass hier die Hälfte unserer Leute quasi... Oh, Mann. Ja. Hier, was ist mit Diago? Der hat gerade mal einen Kill gemacht. Der Sniper, der soll die Kills machen, nicht ich als Support. Oh, und da treffe ich natürlich nicht. Ross kriegt Leben von mir. Diago, warum machst du dein Schild nicht an? Okay, vielleicht konnte er es gerade nicht. Kriegst auf jeden Fall Leben von mir. Wart nach. Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Wegrennen, nein. Hat nicht geklappt. Ja, die gewinnen jetzt, schade. Das Problem ist, ich selber habe nicht das Gefühl, dass ich hier gerade wirklich super gut gespielt habe. Und ich bin Zweiter. Das ist nicht normal. Ich glaube, wenn ich hier Sentinel gewesen wäre, wäre es anders gelaufen. Aber naja, kann man auch nicht so wirklich sagen im Nachhinein. Fühlt sich trotzdem mies an. Na, immerhin der Sentinel, ja gut, der hat 8 Kills gemacht. Aber der Diago, grauenhafte Performance. Na, vielleicht hat das als allererstes Mal nur gespielt, den Diago. Wer weiß das schon? Hoffen wir mal, dass wir jetzt im nächsten Match ein bisschen besser dran sind. Vandor Railyard. Ob ich hier als Scorer so gut sein kann bei Vandor Railyard, weiß ich, um ehrlich zu sein. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Zuallererst auf jeden Fall hoffen, dass wir jetzt Scorer auswählen können und uns niemand die wegschnappt. Und dann mal gucken, dass wir hier ein bisschen besser die Kontrolle halten können. Aber Vandor Railyard ist eine echt, echt toughe Map. Also da habe ich die meisten Probleme mit dieser Map. Genauso wie Vesperia Row von gerade. Aber Vandor Railyard und Vesperia Row, hier so Dunes the Outpost oder Todesstern oder Mos Espa Waystation, die gehen alle. Da gewinne ich meistens, um ehrlich zu sein, drauf, wenn ich Imara oder Sentinel spiele. Bei Todesstern eher so Gross. Wobei Imara da auch ganz nett ist, dass sie oben immer wieder rumfliegen kann und da totale Kontrolle über die Map hat. Aber hier, Vandor Railyard ist schon nicht so leicht, muss man sagen. Ja, ein bisschen Leben. Imara, du bist wichtig. Ob das noch weiter reicht, bis du Gegner siehst, weiß ich nicht. Aber man kann es ja trotzdem mal. Sentinel darf ein bisschen... Wow! Da ist Utuni direkt. Immerhin ein Assist. Reef! Reef! Ja, ich bin tot. Ich bin vielleicht nicht tot. Nehmen wir das ein. Aber irgendwo müsste Reef dann hier noch sein, wenn die nicht auch von ihm getötet worden ist. Aber vielleicht nimmt die C ein gerade. Das wäre nicht so gut. Hier. Oh! Zayna alleine? Zayna alleine ist schon komisch. Aber gut. Gross. Ja, nimm deine Leben. Du verlierst trotzdem weiter Leben hier bei mir. Du, Diago, warum rennst du da direkt rein? Das ist dumm. Tuni, darf vernichtet werden. Gross nimmt jetzt C ein, dafür nehme ich B ein. Es ist echt knapp. Ja. Schade, den wollte ich eigentlich ein bisschen heilen. Aber gut. Reef, nicht gut. Autsch. Schmeiß es hier hin wenigstens. Komm schon. Jawoll. War dann zwar nicht mein Kill, aber trotzdem. Zayna wird dann vernichtet hier. Oh, perfekt. Perfekt. Sentinel, ich würde dir gerne helfen, wenn du... Jawoll. Ein bisschen geheilt. Ob das so viel gebracht hat, weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Versuche ich ein bisschen zu heilen, aber... Heil ihn. Oh, renn weg, renn weg, renn weg. Zayna. Oh, schade, die hätte ich auch ganz gerne gehabt. Ausradiert? Wen habe ich denn ausradiert? Hier einmal rein. Das einnehmen. A ist nicht gut. Ach, A haben wir da drüben. C ist hier. Okay, dann lasst uns versuchen, C zu holen. Es ist aber nicht nett, dass die... Oh, komm schon. Immerhin etwas. Die brauchen alle Hilfe da drüben. Das ist nicht schön. Ach, das sind die beiden Jetpack-Typen, ja. Zayna vernichten. Das hier einnehmen. Utuni.
schon, komm schon. Reef, Reef, Reef. Ah, schade. Aber läuft gar nicht schlecht bisher. Zumindest für mich. Die anderen sind jetzt nicht so. Ein paar von denen. Wo? Da hinten ist Reef, da hinten ist Reef. Ich kann gerade nichts machen. Ich muss jetzt erstmal B einnehmen. Bevor ich Reef hier. Reef ist bei C. Und da hinten ist jemand gespawnt. Nein, komm schon. Die hinter dir ist Reef. Da ist Zayna. Okay. Werdet alle vernichtet. Und die bleiben da drin stehen, werden alle drei vernichtet. Das ist mal richtig schön. Oh Gott, war das schön. Jetzt dominieren wir. Besser hätte das nicht laufen können, diese Fähigkeit. Wirklich. Oh oh. Oh oh, schade. Aber dafür sind sie aus C rausgelaufen. Also von daher, wir machen weiter fleißig Punkte jetzt erstmal. Hier, Imara, ein bisschen Lebensboost. Ich helfe ihr mal mit. Hier kann ich leider gerade jetzt... Ach doch, ich kann ja auf die draufschießen. Das vergesse ich immer wieder, dass ich einfach auf die draufschießen kann, aber gut. Da hinten ist Zayna. Lassen wir Zayna erstmal Zayna sein. Hier Richtung Reef. Du kriegst Lebensboost. Und wir kriegen wieder Punkte. Was ist hier? Ist das Gross? Das ist Gross. Ist der AFK? Nein, ist er nicht. Aber gut, sollen beide einfach da draufstehen dann. Das ist von mir aus. Ist das kein Problem. Jetzt holen die sich C, das ist natürlich mies. Einmal da unten reinschmeißen. Können wir hier heilen und so. Und wer auch immer B einnehmen will, hat Probleme. Jetzt holen die sich A. Das ist nervig. Tuni da drüben. Komm schon. Ich hätte hier gerne Unterstützung, Imara. Hier. Das ist Reef. Au. Ah, komm schon, Imara. Das musst du hinkriegen jetzt. Wir sind bei 95%. Das kann jetzt nicht sein, dass das hier nicht funktioniert. Right One steht da unten. Jawohl. Nein, da wollte ich gar nicht hin, aber gut. Okay. Dann lenken wir da mal Zayna ab, dass die auf jeden Fall nicht zu B kommen kann. Ich will die gar nicht auch vernichten, damit die... Oh. Ach cool, die wollen A gar nicht übernehmen, dann haben wir jetzt gewonnen. Perfekt. Oh, wunderschön. Wirklich, wirklich wunderschön. Und hier habe ich auch das Gefühl, dass ich ein bisschen was hinkriegen konnte. Wie sieht das Leaderboard aus? Das muss ich mir jetzt noch angucken, auf welchem Platz sitze ich, wie viele Punkte habe ich gemacht. Das Gefühl, ich habe ganz gut Kills gemacht, aber auch ganz gut geheilt. Wow. 1840. Das war ein super Match. Aber gut, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, meine Güte. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.